Okay. Da können wir nichts machen. Und das sind schon die anderen Klone. Kuckuck. Kann ich die? Na super. Dann baue ich das mal dahin. Als funktionale Treppe. Die auch schon alles zerstört ist, ne? Das ist ja voll gruselig. So. Okay. Oh. Guck. Nein! Jetzt. So. Krieg ich's doch mal hin. Okay. Mal sehen, ob wir hier die Kohle hinkriegen. Ich will jetzt eigentlich nicht in jedem Level so krass auf die Kohle achten müssen. Aber es ist halt besser, wenn wir sie hinkriegen. Weil, wie gesagt, wir müssen die Level sowieso nochmal spielen. Also wegen den blauen Minikits zum Beispiel. Also wegen dieser Herausforderung, die wir machen können. Die wir da noch brauchen. Also wir müssen sowieso jedes Level öfter spielen. Also auch wenn wir alle Minikits und alle Powersteine haben, müssen wir es dann trotzdem nochmal spielen. So, dann benutzen wir mal die Macht. Und wenn wir halt, wenn wir schon mal das Geld haben, dann ist es ja schon mal gut so. Oh Mann, wie viel Geld ich jetzt wieder. Jetzt. So. Mann, ey. Das ist doch Mobbing. Was ist jetzt? Was denn jetzt passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Boah, ey. Also manchmal stehe ich ja auch nichts mehr. Soll mir mal einer erklären? Okay, was mir das jetzt gebracht hat, keine Ahnung. So. Ah, ob ich jetzt hier die Kohle zusammenkriege, ey, das dauert jetzt hier wieder so ewig. Okay, hier kommen nur Sturmtruppen durch. Also da kommen wir leider nicht durch. Oh. Das machen wir auch gerade mal. Da ist Yoda. Und da sind Krieger. Oh, den wollte ich gar nicht angreifen. Dann machen wir es halt so rum. Ah, Yoda hilft uns. Ja, okay. Sehr gut. Und wir sammeln natürlich wieder die Kohle ein. Wieso auch immer das Ding hier schwebt. Ich habe keine Ahnung. Na gut. Dann einmal hier und einmal hier. Da können wir nur die dunkle Seite einsetzen. Ja. Okay. Da geht es dann auch durch. Wo geht's hier lang? Ah, hier gibt es ein paar Extras. Also ein bisschen extra Money. Money. Oh Gott. Das war doof. Also was, das lasse ich jetzt besser. Ich will nämlich nicht noch mehr Geld verlieren, als ich sonst schon verloren habe. Was denn hier? Ist echt cool. Ein paar extra Räume gibt es hier. Okay. Dann baue ich hier mal den Jedi-Grad um. Stört bestimmt keinen. Okay. Okay. Ich hinterfrag's einfach mal nicht, was der Obi-Wan hier wieder macht. Naja, immerhin zwei Stück. Ein bisschen Geld gibt's auch noch oben drauf. Oh, die Aussicht hier ist aber cool. Kann ich da runterfallen? Nee, okay. Sieht man so die ganze Stadt. Auf jeden Fall cool gemacht. Gut, wir gehen weiter. Keine Zeit zu verlieren. Sind wir schon in Kapitel 5? Ich glaube ja. Ich bin der Meinung. Ja, müsste Kapitel 5 sein. Okay. Das sind auch noch Münzen. Komm ich jetzt aber auch nicht ran. Hier ist der Powerstein. Okay. Gut zu wissen. Die hätten wir. Da brauchen wir aber wieder die dunkle Seite für das Teil zumindest. Bei den anderen weiß ich es jetzt auch nicht. So. Okay, da brauchen wir auch wieder die dunkle Seite. Schade. Moment. Komme ich da nicht trotzdem dran an die. Nee.
Schade, schade, Schokolade. Ist wieder irgendwelche Sachen. Natürlich. Boah, ich hasse es. Wenn man hier aufplatzt und seine ganze Kohle verliert. So. Da kommen wir leider auch nicht hoch. Ich glaube, es ist echt schlauer, die ganze Kohle beim zweiten Mal einzusammeln. Aber ich kann es einfach nicht lassen, Leute. Ich kann es nicht lassen. Ich muss einfach die ganze Kohle hier einsammeln. Da habe ich so ein inneres Bedürfnis für. Ah, okay. Volles Leben haben wir auch wieder. Können wir irgendwas machen? Nee, natürlich nicht. Kriegt das Minikit irgendwie? Den Powerstein meine ich. Das ist irgendwo da oben. Ich glaube, da kommen wir so auch nicht ran, leider. Schade, schade. Ja, egal, wie gesagt, wir müssen es eh ein zweites Mal spielen, bla bla bla, ihr wisst schon. Nichtsdestotrotz nehmen wir hier die ganze Kohle natürlich mit. Ist ja keine Frage. So. Ich nehme an, die ist irgendwo, oder? Ja, ich guck mal, vielleicht kommen wir doch noch dran. Powersteine sind halt schon sehr interessant, weil wir dadurch Extras kriegen. Auf jeden Fall richtig, richtig coole Extras, also Power... Steine sind wichtig, naja, wichtiger nicht wirklich, aber ja, die haben schon so eine gewisse Priorität gegenüber den Minikits. Also die Minikits, die kann man ja später echt irgendwann mal holen, die Powersteine. Die haben schon echt gute Effekte, die ich dann am liebsten gleich haben will. Okay. Nein! Ach Mann, ey. So. Okay. Komme ich da? Ja, da komme ich auch hoch. Oh, die ganze Kohle wieder. Ich muss mich immer voll drauf konzentrieren, die ganze Kohle einzusammeln. Ich weiß, es klingt echt komisch, ist aber echt so. Ich muss da immer aufpassen, dass ich das auch alles krieg. Oh Mann, jetzt fällt das Ganze wieder nach unten. Ich hasse es. So. Sehr gut. Und das hätten wir auch aktiviert. Dass wir dann mal das Level abschließen. So, irgendwas noch? Nee. Gut, dann kommen wir mit. Master Yoda. Ich mache erstmal hier die ganze Macht, dass ich die ganze Kohle krieg. Geld geil! Alter, what the f. Ja, komm. So. Voll verwirrend. So, die bleiben anscheinend. Ist auch mal ganz angenehm. Hier. Ja. Okay. So. Kann ich jetzt von hier aus darüber? Jawoll. Okay. Und wir können durch. Der Gang scheint geöffnet zu sein. Ah, ein bisschen Kohle haben wir doch zusammengekriegt, ne? 40.000. Ne, 40.000 glaube ich nicht mal, oder? Wie viel Geld brauchen wir denn diesmal? Ne. 30.000 oder 35.000 wahrscheinlich. Könnten wir sogar hinkriegen. Ich weiß echt nicht. Powersteine ist irgendwo da oben, ne? Mann, ich will die Powersteine haben. Wobei, wie gesagt, also besonders in Episode 5, da werden die Powersteine sehr interessant, weil es dann so Multiplikatoren gibt. Minikit-Detektor, den gibt es in Episode 5 zu finden. Also den Powerstein. Das ist dann echt interessant. Okay. Ah, da könnte man da irgendwie rüber. Aber ich kann nicht so springen. Nun gut, müssen wir einen Powerstein anders mal holen. Da komme ich jetzt so wohl nicht dran. Nee. So. Ah nee, der ist hier. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Ich dachte, der wäre im letzten Raum irgendwo gewesen. Achso, das ist... Moment. Ist hier nicht schon das Level vorbei? Ich weiß es gar nicht. Ich kann das manchmal gar nicht abschätzen. Sehen wir uns hier nochmal kurz um.
Ja, die können wir auch nicht öffnen. Da brauchen wir noch ein paar Charaktere für. Okay, und da wäre noch ein Minikit. Und irgendwo da wäre auch noch ein Powerstein. Keine Ahnung, wo der sein soll. Okay. Lasse die Macht wirken. Anakin. Nein. Ja, Level abgeschlossen. Leider nicht genug Geld gesammelt. Schade, schade. Egal, da gab es eh noch einiges zum Einsammeln. Und wir haben 437.000 Münzen. Das sind nicht mal nicht schlecht. Wie viel haben wir gefunden? 3 Minikits. Okay. Und wir gehen zurück in die Mos Eisley Kantine. Das war jetzt, glaube ich, Kapitel 5. Das heißt, es fehlt nur noch Kapitel 6. Ich will jetzt aber erstmal was einkaufen gehen. Lalalala. Ja, genau. Und danach haben wir sogar die Extras hier freigeschaltet. Die Extras, also, es gibt in jeder Episode anscheinend nochmal so ein Teil hier, so ein Extra. Die werden wir später machen. Die werde ich dann später auf jeden Fall alle machen. Ich habe die irgendwie am Anfang ganz übersehen und werde sie dann irgendwann mal später nachholen einfach. Dass wir uns auch nicht zu lange immer an den einzelnen Episoden aufhalten. Können wir irgendwas kaufen? Ja, okay. Wookie, Klon Episode 3, Klon Episode 3, Pilot. Achso, ein Pilot ist das. Ich dachte aus der Pilotfolge oder so. Gibt's ja auch. Kampfläufer. Achso, Sumpf, Kampfläufer. Mace Windu. Auch nice. Verkleideter Klon. Auch schön. Ja, ein bisschen was wartet noch auf uns, ne, von den Charakteren her. Ist schon cool, wie viele Charaktere es gibt. Das ist echt schon geil. Ah, warte, gibt's noch ein paar. Ach ja. Da fehlen jetzt auch noch ein paar. Gar nicht mal mehr so viel, diese ganzen TIE Fighter und so. Okay, sieht doch ganz gut aus. Oh, warte, warte, warte. Haben wir jetzt schon alle Power? Nee, das wollte ich gar nicht. Da haben wir schon alle gekauft, oder von den Powersteinen? Aha, aha. Das war das letzte, was wir hatten. Ja. Das ist dann, glaube ich, Herzenregeneration oder irgendwie sowas. Oder das hier, das kann auch sein. Das hier ist natürlich der Minikit-Detektor. Powerstein 29. Und den finden wir, wie gesagt, in Episode 5. Oh, noch eine Sache. Entschuldigung. Tut mir leid. So, goldene Steine können wir vielleicht welche kaufen. Powerstein, so. 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 Okay. Jetzt haben wir aber ordentlich wieder Geld ausgegeben, ne? 100.000 haben wir nur noch, in Anführungszeichen. Genau, Fragezeichen. Hier können wir... Genau, hier können wir unsere eigenen Charaktere zusammenbasteln. Das können wir vielleicht auch mal machen. Und ich würde sagen, Leute, das war's dann auch mit der Aufnahme. Ich weiß, hier fehlt noch Kapitel 6. Das machen wir dann nächstes Mal. Denn meine Stimme ist jetzt komplett im Arsch. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr hört, es tut mir wirklich leid. Ich dachte, ich halte ein bisschen durch. Aber schon nach einer Stunde ging es echt nicht mehr. Und ich bin jetzt schon wieder ein Dreiviertelstunde, also eine Stunde 45 Minuten am Aufnehmen. Und ihr merkt, die Stimme geht gar nicht mehr. Die verschwindet gerade einfach. Und ich will mir das jetzt gerade selbst nicht mehr zumuten. Und es ist auch nicht mehr schön, mir jetzt gerade zuzuhören. Also machen wir nächstes Mal mit Kapitel 6 weiter. Das dürfen wir dann schnell erledigt haben. Und dann kümmern wir uns auf jeden Fall um Episode 4. Ne? Also wir machen dann die einzelnen Episoden einfach durch. Bis Episode 5, wo wir uns dann auf jeden Fall den Minikit-Detektor holen. Das ist so ein mehr oder weniger kleines Ziel auf jeden Fall. Also durch den Minikit-Detektor können wir dann nämlich die ganzen Minikits aus den anderen Episoden immer holen. Aber wie gesagt, das erfahren wir dann oder das gucken wir dann halt mal in der nächsten Aufnahme, wie weit wir kommen, was wir dann so alle schaffen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, nächstes Mal bin ich nicht mehr so krank. Ich werde nächstes Mal auch aufnehmen, wenn ich nicht mehr krank bin. Kommt es natürlich darauf an, wie es halt zeitlich passt. Aber ich denke, wenn ich nächstes Mal aufnehme, dürfte ich wieder komplett genesen sein.
Also, wie gesagt, tut mir nochmal leid wegen meiner Stimme. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.